So, hallihallo liebe Leute, mir war gerade ein bisschen langweilig, da dachte ich, ich starte mir mal kurz ein Solo-Projekt. Für mich heißt das jetzt im Speziellen, dass ich Nostalgie zocken werde. Tales Company of Heroes habe ich mir jetzt vor ein paar Jahren schon geholt, habe es mir jetzt mehrmals durchgespielt, habe mit ein paar Freunden online schon gespielt und dachte mir, das sei ein super Spiel, um Let's Play drüber zu machen. Ich werde jetzt anfangen, die Invasion der Normandie-Kampagne durchzuspielen, wo man die Amerikaner unterstützt bei der Landung in der Normandie und in Frankreich, die Festung Europa zu knacken. So, ohne großes Blabla möchte ich jetzt dann direkt starten. Und zwar werde ich es, normal oder schwer? Ich glaube, ich spiele es mal auf schwer. So, erste Mission ist Omaha Beach, 6. Juni, D-Day. Und damit starten wir jetzt. So, was gibt's sonst noch so großartig zu erzählen? Ach ja, das Spiel ist mittlerweile total günstig. Zu kaufen gibt's es in jedem gut sortierten Spielehandel. Und es dürfte, glaube ich, so 10 oder 15 Euro kosten, das Komplettpaket. So, und dann bin ich jetzt mal still, weil jetzt kommt der Vorspann. So, das war jetzt der Vorspann. Jetzt geht's los.
Wir müssen jetzt 25 Soldaten bis zum Kies bringen. Ich weiß nicht, ich habe mich nie groß damit aufgehalten, die Soldaten hinter so eine Befestigung da zu bringen, sondern mach einfach nur das hier und fertig ist es. Was ich enorm wichtig finde in dieser Mission, ist ein Scharfschütze, weil der einem helfen kann, die MG-Schützen komplett auszuschalten, ohne großartig Probleme. Wo stecken diese blöden Pioniere? Wir brauchen Pioniere, um den Stacheldraht zu sprengen. Bringen Sie sie zum Kies! So, jetzt wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Jetzt kann ich diese Taktik, die ich sonst immer benutze, nicht mehr anwenden. Jetzt muss ich wirklich so ein bisschen hin und her hüpfen hinter die Verteidigung, damit ich die auch wirklich anbringen kann. Damit die auch wirklich ankommen. Ah, naja, man merkt schon, erste Mission, ziemlich einfach, bla bla. Später ändert sich das relativ schnell. Wir müssen von diesem Strand runter! Wir müssen den Bunker ausschalten! Tja, da hat er jetzt blöd geguckt. Eben, mach doch mal. So, Stacheldraht ist offen. Jetzt kann man schauen, dass wir weiter vorrücken. Wo ist der Scharfschütze hin? Keine Pause, bis diese MG-42 ausgeschaltet sind! Hier nach! Pioniere! Sprengladungen zu dem Bunker! Los! Mal gucken, ob wir hier eine Granate reingeworfen bekommen. Ah, da ist der Scharfschütze. Das ist ein verdammtes Vergebemisch! Der hat uns festgehalten! Ich jetzt mit dem Scharfschützen nehme ich hier sämtliche Leute weg. So, passt. Nummer 1 ausgeschaltet. So, diese kleinen grünen Punkte, die ihr hier seht, die bedeuten, dass der Trupp sich in sehr guter Deckung befindet. Wenn man jetzt das hier hin bewegen würde, sieht man einen kleinen orangenen Punkt. Das bedeutet, dass die Deckung nicht wirklich ausreichend ist, um zu gewährleisten, dass die Truppe nicht angegriffen werden kann. Und rote Punkte bedeuten einfach nur, hier ist gar keine Deckung. So, ich versuche jetzt mit dem Scharfschützen von da oben das MG-Nass runterzuholen und währenddessen noch mit den Pionieren den Bunker zu sprengen. Weil ich das nämlich... das MG-Nass nervt mich nämlich jetzt gerade so ein bisschen. Erledigt. Ach, wenn es damals nur auch so einfach gewesen wäre. Sergeant Cotty. Bereit? Ja, Sir. Rein da, ein bisschen psychopathisch lachen, überall hinknallen. Sehr gut. Ja, Flak 88. Wir müssen diese AT-8s ausschalten. Sergeant, sammeln Sie Ihre Männer. In Ordnung, zuhören. Erste Gruppe bereit machen zum Vorrücken. Deutschen bekommen Verstärkung aus diesen Bunkern. Wir versuchen sie mit Sprengladungen auszuschalten und so Druck vom Landekopf zu nehmen. Schützengruppe meldet Feindkontakt! Hier, Scharfschütze! Steh auf! Versuchen zu schießen! So viel zum Thema AE-Waffen! Die Bastarde sind erledigt! Okay. Unten bleiben diese Gräben von der Niederlage! So, ich werde jetzt erstmal meine Pioniere noch kurz auffüllen. Verstärkung wird eingeladen. Und genauso meine Infanterietrupps. Einfach um so ein bisschen höhere Schlagfertigkeit
bisschen höhere Kampfkraft zu haben. Versuche zu schießen! Das hat gesetzt! Die Deutschen werden uns fürs Erste wie sie wollen lassen! Ich begebe mich in Position! Feindlicher Bunker! Lasst uns dieses Ding knacken! So, auf geht's! Hier, Scharfschützer! Stehe vor der Beschuss! Wir werden von den Feinden auf Kurs! Die Anführung war wieder die volle Stärke! Das Entgehen ist in die Luft! Okay! Ihr dürft mir jetzt den Gefallen tun und diesen Bunker in die Luft jagen. Fände ich sehr nett. Dankeschön. Dann brauche ich jetzt den Scharfschützen und knall hier die Besatzung der Flak 88 weg. Sagen Sie uns einfach nur, was wir machen. Bewegung, Leute! Wir haben eine Bewegung! Scharfschütze! Wir werden versuchen zu schießen! Feuertrupp, wir packen uns zu dieser Position wechseln! Hier, Scharfschütze! Stehe unter Beschuss! Versuche zu schießen! Kraut, null! Mobil, ausgeschaltet! Komme aus der Deckung. Das Schöne an dem Scharfschützen ist, er kann sich tarnen. Und so versuchen, durch feindliche Linien zu schlüpfen oder als Späher zu fungieren. Finde ich alles ziemlich nett gemacht. Jetzt muss ich hier versuchen, auf der Seite ein bisschen durchzubrechen, damit der Trupp hier auch durchkommt. Das ist nämlich auch noch ein Missionsziel. Dafür werde ich jetzt hier das MG-Nest ausschalten, oder zumindest versuchen, es auszuschalten. So. Das ist jetzt linken Strandzugang sichern, das ist jetzt eine Zusatzmission. So, dann nehmen wir mal die Flak und knallen da mal ein bisschen rein. Jo, das ist recht effektiv, ich denke. So, der hat gesessen. Das passt mir jetzt irgendwie gar nicht, dass mein Scharfschütze so ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Den kann man nämlich nicht einfach so wieder auffüllen. So, das wird jetzt meine Gruppe 0. Und das ist meine Gruppe 1. Die Gruppe 1 wird jetzt... Oh, ich nehme erstmal Gruppe 0 und... Also meine Flak 88 und zerschießt den Bunker. So, der ist vernichtet. Ich glaube hier drüben war noch einer. Das untersuchen wir doch direkt mal. So, ein bisschen mit Granaten kämpfen könnte ich eigentlich auch mal. Das mache ich immer viel zu selten. Ich weiß meistens auch warum. Wenn ich dann nämlich mit meinen Einheiten immer so weit nach vorne stoße. Aufheben. Und los geht's. So, jetzt brauche ich noch einen Bunker. Ein Bunker fehlt noch, den möchte ich jetzt schon noch platt machen. Hm. Wo fahrt er denn? Verstärkung! Feuer! 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 So. Okay,
Okay, die Geschützmannschaft ist ausgeschaltet. Eine Flak 88 weg. Ein paar Granaten oder eine Sprengladung sollten genügen. Das macht auf unsere Stellung vor! Und da hinten ist der letzte Bunker. Sehr schön. Okay, den kann ich aber nicht beschießen. Das heißt, ich brauche dann doch meine Pioniere. Ja, ich habe das so lange schon wieder nicht mehr gespielt. Sie greifen die Geschützmannschaften an! Angriff, verdammt nochmal! Das war klasse! Verreckt, ihr Penner! Alarm! Feindbeschuss! Die Crowds belegen unsere Stellung mit Feuer! Verdammt, schießt endlich! Meine Rede. Schießt endlich! Verdammt, schießt endlich! Feuer! Mir nach! So, die Pioniere. Da drüben ist ein Crowdbunker, der geradezu zerstört werden möchte! Ja, sehe ich auch so. Und Feuer. Und bam. So, Bunker fertig. Optionales Missionsziel erreicht. Dann können wir jetzt die 88 ausschalten. So könnte man die Mission sau schnell durchspielen, indem man einfach vorne die eine 88 einnimmt und dann mit der die beiden auf dem Kamm zerschießt. Das wäre die schnelle Methode. Und auch die einfachste. Okay, das müsste reichen. Wir haben noch eine 88, um die wir uns kümmern müssen. Ja, toll. Meine Flak ist mal wieder zu doof, um zu treffen. Muss ich doch meine Pioniere nehmen. Und los geht's. Batterie zerstört! Ausgezeichnete Arbeit! Sergeant Conti, melden Sie dem Hauptquartier, dass unser Abschnitt gesichert ist und die Panzer landen können. Kommt da noch was, oder? Wohl eher nicht. So, Gegend sichern, Dock-Kompanie muss informiert werden, bla bla bla. Mission erfüllt. Das war Mission Nummer 1. Ich habe jetzt, soweit ich sehen kann, alle Missionsziele erreicht. Finde ich ganz nett. Ich werde hier an der Stelle jetzt mal die Aufnahme beenden. Hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Mission.